das Abschiedslied. Ja, ja, selbstverständlich. Wo steckt denn nur wieder der Herbert? Herbert! Herbert! So, hier, meine Büroadresse. Es ist besser so. Ich bin so selten zu Hause. Also doch verheiratet. Irma, wenn ich dir sage, ich bin ledig, dann bin ich ledig. Gut, Siebert! Ja, ich komme ja. Also, mach's gut, Kindchen. Wohlauf in Gott, der schöne Welt, lebe wohl ade. Die Luft ist blau und grün das Feld, lebe wohl ade. Die Berge blühen wie Edelstein, ich wandre mit dem Sonnenschein. La 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 la, ins weite Land. La 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 la, ins weite Land hinein. An meinem Wege fließt der Bach, lebe wohl ade. Er ruft den letzten Gruß mir nach, lebe wohl ade. Ach Gott, da wird so eigen mir, so milde in die Lüfte hier. La 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 la, als wär's ein Gruß von dir. La 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 la, als wär's ein Gruß von dir. Ja, Herbert, wo steckst du denn? Na ja, von mir aus kann's losgehen. Ja, also bitte, meine Herren. Also, um es in der Landessprache zu sagen, ein herzliches Dovigenia. Не може далі. Was? Не може далі. А das heißt umbleiben. 200 Meter назад. 200 Meter назад. 200 Meter dahin. 200 Meter, ah ja. Danke, danke. Umleitung hier sein. Hier. Da sind wir gerade hergekommen. Ja, wir nehmen natürlich den kürzeren Weg. Ja, ist ja ganz klar. Ja. Der andere geht ja fast wieder runter an die Küste. Ja. Gut, Herrschaften. Aber denkt bitte an Benzin. Ja. Ich habe gerade die letzten Tropfen in den Tank gehustet. War eine schöne Reise. Trotzdem habe ich kein gutes Gefühl. So nicht. Der Schulrat ist, wie soll ich sagen, ein konservativer Mann. Was? Gesagt? Ein konservativer Mann. Feste Ansichten. Ostblock ist Ostblock und freie Welt ist freie Welt. Verstehen Sie? Ja, Honore. Andererseits, wenn ich als Polizeibeamter dabei bin, Sie sind ja auch nicht als Studienrat hier unten, sondern Ihrer Eigenschaft als Vorstandsmitglied einer Liedertafel, sozusagen als Botschafter für ein völkerverbindendes Sängertreffen. Und als Mensch. Gewiss, als Mensch. Aber eben doch als einer aus der freien Welt. Was ist? Jetzt ist mir auch klar, ja? Warum auch Flonia auf dem letzten Kreissängertag mit dem Lied so gut abgeschnitten hat. Ja? Wir müssen es getragener nehmen. Mensch, Drechsel, das ist doch kein Ave Verum. Alter, natürlich kein Ave Verum. Eine herrliche Gegend ist das hier. Erinnert mich immer so ein bisschen an die sächsische Schweiz. Ja, ja, aber jetzt los einsteigen. Und wenn
Bitte gib mir mal die Karte. Nicht stimmen. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Immer noch bergauf? Mir gefällt die ganze Geografie hier auch nicht. Wir sind jetzt 10 Stunden und, 17 Minuten unterwegs. Abkürzung kosten Ihnen Zeit. Wenn wir irgendwo an einem Briefkasten vorbeikommen. Nun möchte ich nur zu gern wissen, an wen unser guter Drechsel so viele Ansichtskarten schreibt. Wie viele haben Sie geschrieben, Drechsel? 31. Jeden Tag eine, an meine Nichte. Ja, wieso denn? Die kann doch noch gar nicht lesen. Die ist doch erst 2 oder so. Sie freut sich so über die Bilder. Also, auf Briefkästen achten. Und auf Tankstellen. Ja. Landet. Sieht fast so aus, als wenn hier die Welt zu Ende wäre, ne? Ja. Na, Ober, dann bringen Sie uns mal ein schönes Frühstück, nicht? Für uns alle so. 2 Eier im Glas, Brötchen, das Übliche, Viertel Dalmatiner für mich und 100 Liter Benzin für den Kleinen. Sie haben einen guten Schlaf und einen gesunden Humor, Herr Wirt. Benzin. Haben Sie auf den letzten 50 oder 80 Kilometer eine Tankstelle gesehen? Ich nicht. Suchen muss man. Nur suchen. Ah, der Drechsel. Tankstelle gefunden, was? Ich sage ja, früher Vogel fängt den Wurm. Ja, Tankstelle leider keine. Ich sprach im Moment von einer Dianthus alpinus, einer Gebirgspflanze. Gebirgspflanze. Sonst haben sie nichts entdeckt. Dečija posla. Možda ipak neko dolazi. Možda vojnici se vežba. Šta se desilo? Dolaze nam neki ljudi. Na, also, wer sagt denn? Wo Menschen sind es auf Benzin? Dolaze! Eno dolaze!
Dabadan. Merkwürdige Gegend hier. Wirklich. Lauter Weiber. Tatsächlich kein Mann hier. Wie die uns alle ansehen. Wie die ersten Menschen. Ja, also, so geht's nicht. Liebe Freunde, wie wär's mit einem Lied? Ja, entbieten wir dem deutschen Sänger Gruß. Ja, wir können das Eis brechen. Grüß Gott mit hellem Klang, heil deutschem Wort und Sang. Grüß Gott mit hellem Klang, heil deutschem Wort. Wengel, sagen Sie mal Ihren Spruch auf. Mein Spruch? Benzin, Mann, Benzin. Entschuldigung. Benziner, Grillepumpe? Auf den Nehmer Benzinske Pumpe, uns lassen. Malaleppo, wahrscheinlich keine Tankstelle. Oder vielleicht sauberes Waschwasser. Frag mal, wo die Kneipe ist. Doch, du nimmst sie. Te gluve i slepe. To su Nemci! Was ist denn nun kaputt? Ja, ich habe das Gefühl, hier liegt ein Missverständnis vor. Vielleicht ein Übersetzungsfehler. Ja. Können Sie mir noch mal Ihren Sprachführer? Was heißt ein Frühstück auf Kroatisch? Da ist ja ein Briefkasten. Ich würde gern zur Messe gehen. Zur Messe? Wieso denn das? Ich bin katholisch. Ach so, natürlich, ja, selbstverständlich. Dauert wohl auch nicht lange, so eine Messe, ne? Ich darf hin. Hallo. Hallo. Sprechen Sie etwas Deutsch? Ich habe Sprachführer bei mir. Hier. Oh, entschuldigen Sie. Darf ich Ihnen behilflich sein? Vielleicht können Sie nachher ein paar Fragen beantworten. Moment mal! Das Volk, diese Bergbauern. Ja. Schade. Naja, sehen wir uns mal nach einem Gasthaus um. Wird ja wohl auch irgendwo ein Telefon hier sein. Sehr unwahrscheinlich. Die Post ist zugenagelt und der Briefkasten eine Attrappe. So. Läuft wohl nicht, was? Nee, ein scheues Reh. Nichts. Keine Kneipe, keine Tankstelle, nur verschlossene Türen und giftige Blicke. Dobadan. 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 Das kann ja heiter werden. Nun ja, mal abwarten. Wird sich alles arrangieren. Notfalls lassen wir ein paar Dinare springen, das wirkt Wunder. Langsam kriege ich aber Hunger. Na, kauf dir doch irgendwas. Guck mal aus dem Fenster, wenn du keinen Kopf hast. Hier gibt's überhaupt keinen Laden. Ja. Dobadan. Leute knallen einem die Tür vor der Nase zu. Kommt die Frau wie ein Hausierer. Ich hatte auch das Gefühl. Ja.
Merkwürdig. Kein Kontakt zu bekommen. Die kommen ja schon aus der Kirche. Ja. Dabadan. Das war ja kurz und schmerzlos. Dabadan. Sie reden nicht mit jedem. Nee. Wo bleibt denn unser Zeitungsfritze? Ja, Sie müssen verstehen, dass Sie sind die ersten Fremden in diesem Dorf nach dem Krieg. Die letzten, die weggingen, sie waren auch Deutsche. In Uniform. Mit uns wird man bestimmt keine Schwierigkeiten haben. Sie haben mich missverstanden, Hochwürden. Wir haben uns verfahren. Ja, ich verstehe verfahren. Aber trotzdem sollen Sie weggehen. Ein gutes. Baurat Hackländer. Wir freuen uns, einen Menschen zu finden, mit dem wir uns verständigen können. Ja, wenn ich Ihnen nicht sein kann. Herr Priester, wir haben keinen Tropfen Benzin mehr. Ja, die nächste Nachstelle ist in Slatin. Das sind 71 Kilometer. Ach du dicker Vater, kann man hier wenigstens etwas zu essen kaufen? Ich will sehen, was ich tun kann, aber machen Sie sich nicht große Hoffnungen. Ja, aber Herr Pfarrer, Sie werden doch hier in Ihrer Gemeinde... Ja, Sie überschätzen meinen Einfluss. Ja, aber vielleicht könnten Sie einmal mit den Leuten reden. Ja, dass man ein bisschen Brot bekommt oder Milch wenigstens. Ja, was eben so da ist. Wir bezahlen auch anständig. Ich glaube nicht, dass es Ihnen ums Geld geht. Aber was sollen wir hier machen? Ohne Benzin, ohne Lebensmittel, ohne Unterkunft. Oni će mi vratiti mog sina za neveličasno. Molim vas, recite im vi, ja ne znam njihov jezik. Idi, vlast, idi, ja ću sa njima govoriti. Hvala. Eine nette Frau, so freundlich. Freundlich? Das ist eine arme Person, welche hat ihren Sohn im Krieg verloren. Seit damals, ihr Geist ist ein wenig, wie sagt man das? Ein bisschen verrückt. Was? Ja, vielleicht nein, Sie verstehen mich. Aber in dieser Sache, Ihr Geist ist stehen geblieben damals. Sie glaubt überhaupt nicht, dass Ihr Junge ist tot. Sie denkt, dass die Deutschen ihn wiederbringen. Sagen Sie mal, Herr Pfarrer, was war hier oben eigentlich los? Aber Herbert, das ist doch jetzt im Augenblick wirklich nicht. Naja, es bleibt uns also nichts weiter übrig, als hier zu warten. Auf was? Auf ein Auto. Das nächste Auto, das hier vorbeikommt, halten wir an und damit Schluss. Es kommt kein Auto dadurch her. Aber die Straße muss doch irgendwo hinführen. Diese Straße, sie endet in einem Dorf ohne Menschen gestorben, da drüben. Und wenn Sie einigen Jahren wollen sehen, hier, vielleicht treffen sich auch dieses Dorf leer gestorben. Ja, ein echtes Problem. Sie finden solche Dörfer auch bei uns. Eifel, Rhön, Bayerischer Wald, nicht mehr lebensfähig. Ich habe das Gefühl, das sind das andere Ursachen. Können Sie das nicht mal genau erklären? Lassen wir die alte Geschichte aus der Vergangenheit. Komisch, ganz wie zu Hause. Lassen wir doch die alte Geschichte aus der Vergangenheit. Herr Pfarrer, was würde das bedeuten? Benzin so bald als möglich. Ja, das bedeutet morgen Vormittag, wenn nicht Mittag. Ja. Mahlzeit, Amen. Ja, se zovem Dana. A ti? Ah, ti se zoveš Milan. Na, gefällt er dir? Herbert, raus mit den Sachen, wir ziehen um! Und so ziehen wir mitgesamt von dem einen Restaurant in das andere Restaurant, in das andere Restaurant. Und so ziehen wir mit Gesang von dem einen Restaurant in das andere Restaurant. Jawohl. Lija! Hvala Bogu! Što si došla. Od juče te čekam. Kako si došla, preko brda? A kako će drugčije? 4 sata, mora da si mrtva umorna. Daj ovamo.
Nije strašno, radujem se što ću se dve nedelje fino odmoriti za mog kucanja. Gde mi je Dana? Tvoja sestrita jutro zdigla celo telo na noge. Dana? Mm. Prvi put videla strance, pa se izbezumila, zablanula u njih kovu čudo. Stranci ovde gore? To su sigurno turisti. Da. Zalutali, ja ne stavim benzina. Eno ih. Nemci. Samo će oni šipak nešto dobiti. A Miroslava? Miroslava ovako cepi od kad ih je videla jutro su selo. Pa oni se doseljavaju u selo. Gostionica. Heißt Gasthaus. Also doch eine Kneipe. Ich werde die Sachen mal in die Hand nehmen. Nicht sehr elegant. Besser als gar nichts, Dr. Asmund. Guten Morgen, meine Damen. Doppel Dan. Wir sind müde. Verstehe ich? Jeder Mensch braucht seinen Schlaf. Das Hotel da drüben, ich meine, direkt überbelegt ist es gerade nicht. Verstehen? Wir haben gedacht, eine Nacht vielleicht. Morgen, heute Nacht. Wir schlafen. Nicht? Dormiere. Morgen früh. Kikriki. Wir hauen ab. Okay, Benziner, Motore, hier nach Germani, retour. Eine Frage, meine Damen. Haben Sie etwas dagegen? Nein? Na also, Ihre Klarheit beseitigt. Wünsche ich Ihnen Damen einen vergnügten Sonntag. Dobre dan. Eins jedenfalls steht fest. Nie wieder Jugoslawien. Ich erinnere daran, dass ich bei der letzten Vorstandssitzung das Wort Spanien in die Debatte geworfen habe. Ja, ja, das ist wahr. Costa Brava? Dieselben Preise, aber ganz anderes Klima. Ach so, das Klima ist doch hier gut. Politisch, meine ich. Meine Herren, ich habe mit den Damen gesprochen. Alles okay. Also Latten weg und rein. Aber bitte behutsam, meine Herren. Keine unnötigen Schäden anrichten. Ja, überhaupt Zurückhaltung. Takt. Am besten für den Rest des Tages jede überflüssige Berührung mit der Zivilbevölkerung vermeiden. Wie? Ach so, ich meine natürlich mit den Einheimischen vermeiden. Jesu li pitali nekoga? Koga da pitaju? Mrtve Marka Šimunića i njegovog sina. Isto kao i pre. Uh, ti glasovi, lupanje, razbijanje. Teraju nas iz kuća. Kao pre. Lija, ma šta to pričaš? To su turisti. To su Nemci. Oni su ti ubili oca Sejo. Ali ne ovi ovde. Stranci su to. U gradovima na obali imaš ih na hiljadu. A bile ih je na hiljadu i oni koji su nam zemlju razrušili onda. Onda. Od onda se mnogo što promenilo. Lija, reci ti nešto. Nije se sve ovde ništa promenilo. Pamtimo mi sve kao da je juče bilo. Ovi ovde možda to ne znaju. Nikola zna njihov jezik. On će im reći i nestaće. Da. 50 stanovnika sela Poljane streljano je kao talci dana 27. decembra 1943. godine Feldkommando. Evo, to je njihov jezik. Ovo će razumeti. Nadam. Kunst kennt keine Grenzen. Ich? Herbert. Und du? Ja. Wie heißt du?
Ich tu dir doch nichts. Na, zufrieden? Ja, zum Dana. Auf Wiedersehen, Dana. Ich hoffe, wir sehen uns noch. Du, Jenna. Nein, ich muss singen. Tauben mit Speckmickel und Weibkraut. Was haben Sie denn da? Eine Bekanntmachung. Bekanntmachung? Vom 29. Dezember 1943. Der Feldkommandant gezeichnet Keiper, Generalmajor. Verstehe ich nicht. Was heißt das? Handelt sich um die Erschießung von 50 Zivilisten. Wie nannte man eigentlich damals solche Sonderanlagen, Herr Dr. Asmuth? Wieso Franz das ausgerechnet nicht? Ich dachte, Sie als Geschichtslehrer. Das gehört doch auch zur deutschen Geschichte, nicht? Man nannte es damals schamhaft Befriedung des Hinterlandes. Ja, habe ich mal gesehen. Leben Sie doch auch, Herr Drexel. Bekanntmachung. Als Sühnemaßnahme für den getöteten bzw. entführten Wehrmachtsangehörigen vergleiche Bekanntmachung der Feldkommandantur vom 9.12.1943 und für die Ermordung von Angehörigen der Luftwaffe wurden 50 Bewohner des Dorfes Poljane am 27. Dezember 1943 als Geiseln erschossen. Zwei von den Befriedeten und die Inhaber des Hotels hier, in dem wir uns zurzeit als Gast befinden. Wo kommt das Ding eigentlich her? Ich meine, so spät. Es hing draußen an der Tür. Aber mein Junge, das alles gehört doch der Vergangenheit an. Die vornehmste Aufgabe unserer Zeit ist zu vergessen. Ist etwas, was das hier drüber očekivala. Almadić je pročitao. Spakovat će svoje prnje i otići. Sad znaju gde su. Možda. Ako ne shvate, sami su krivi. Ungeheuerlich. Man hat das ja alles gar nicht gewusst. Ich meine, im Detail. Andererseits... Andererseits kann man uns natürlich nicht für Dinge verantwortlich machen. Eben, das meine ich. Und hier ist ein klärendes Gespräch mit den Einwohnern dringend notwendig. All diese Hinterbliebenen. Es muss diesen einfachen, aber mit Recht zu verbitterten Menschen klargemacht werden, dass wir Deutschen aus unserer Vergangenheit gelernt haben. Und Konsequenzen gezogen haben. Ja. Welche? Welt. Welt. Ja, welche? Herbert, bitte. Was willst du damit? Aufheben. Aufheben, wofür? Ich kenne eine ganze Menge Freunde, die das sonst nicht glauben würden. Also Schluss mit der Debatte. Wir werden der Situation Rechnung tragen. Ist wahrscheinlich am besten, wenn wir zum Omnibus zurückgehen. Eine Kartoffel raus aus den Kartoffeln. Packen und Abmarsch. Zum Omnibus? Hm. Ja. Nein, das würde vielleicht wie ein Schuldbekenntnis aussehen. Ich finde, wir sollten unsere Anwesenheit hier auf das Äußerste beschränken. Einverstanden? Ništa vas ja ne razumem. Jedan nemački auto je gore.
nemaju benzina. Sada ima vremena, sad čekajte malo kasnije. Evo, ja ću vam napisati. Dobro, dobro, napišite. Idete zum Hotel Central. Ah, Central. Idite pravo. Onda skrenete levo, pa imate dan skver, zaokružite i desno. Ah, čekajte, čekajte. Ich gezeichnet. Pojma nema, možda je hteo benzin za bicikl. Aber ein Erinnerungsfoto muss ich noch machen, bevor wir abfahren. Apropos Foto. Ja. Du, Ottmar, hör mal zu. Ja. In der Kneipe damals, wo du das Bild von mir in der kleinen Dunkelhaarigen gemacht hast. Ach, der aus Rostock? Rostock, keine Ahnung, wo sie her war. Hast du doch nicht gefragt. Aber andererseits, du musst verstehen, ich möchte nicht gern, dass das Bild... Was? Nee. Naja, ich bin im gehobenen Polizeidienst. Gott, eigentlich wollte ich es an unsere Zeitung verkaufen, für die Rubrik Bürger, auf die wir so stolz sind. Aber wenn du mich so inständig bittest, nicht wahr? Dann... Ach, da kommt ja auch mein Herr Sohn. Wir haben uns inzwischen die Freiheit genommen, Ihr Gepäck mit zum Bus zu transportieren. Sehr anständig von ihm. Sie sind ein guter Mensch. Ich entsinne mich, dass Sie auch auf dem Gymnasium immer zu den Unpünktlichen und Eigenwilligen gehörten. Wenigstens in meinen Fächern. Und zum Lachen vorhanden? Sie sehen so komisch aus mit den Kekskrümeln um den Mund. Hat's geschmeckt? Unverschämtheit. Ihr habt's aber eilig, Kameraden. Ich denke, so schnell kann der Mann mit dem Benzin nicht kommen. Mein Junge, du scheinst nicht zu verstehen, dass man uns hier nicht gerne sieht. Stellen Sie sich vor, das habe ich sogar begriffen. Ach. Man hat es uns ja schriftlich gegeben. Egal, wenn das Benzin nicht kommt, ziehe ich wieder in die Kneipe. Ich brauche zum Schlafen mindestens meine 2 Meter. Also ich glaube, dass es uns gelingen würde, wenigstens einen Teil der Bevölkerung für uns zu gewinnen. Sehr gut. Zum Beispiel den Bäcker. Lieber Hartländer, Sie sprachen doch selbst davon, dass Sie alles versuchen wollten, so eine Art Burgfrieden herzustellen. Wenn es einer schafft, dann Sie, Herr Hartländer. Sie sind ein Mann mit Fingerspitzengefühl. Und Takt. Na, viel verspreche ich mir zwar nicht von der Mission, aber da es ja mein eigener Vorschlag war. Herbert, nimm den Sprachführer und komm mit. Die Frage nach Brot ist ja auch ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Irgendwo in diesem Nest muss ich doch noch ein Stückchen Brot auftreiben lassen. Oder sonst sowas. Zum Donnerwetter noch mal. Mir ist ja schon ganz flau. Sieht nicht danach aus. Wir können ja eher damit rechnen, einen Stein ins Kreuz zu bekommen. Ja. Das kann schon möglich sein. Na no. Sie sprechen Deutsch? Ja, ich spreche alles ein wenig. Deutsch, Französisch, Italienisch und noch einige Sprachen. Ja. Ich bin ein Saisonkellner dort im Badeort. Ah, ja. Und ich gebe allen, wenn sie bezahlen. Na, aber daran soll es doch nicht liegen. Nicht hier. Bravo, Kitsche. Jess, Kitsche. Wenn Sie wollen hier Brot und Frieden, ja. Sie müssen gehen nur in ein Haus. Ah, und wo ist dieses Haus? Fragen Sie nur nach Miroslava. 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 Ah, ja, danke schön. Miroslava, merkt ihr den Namen? Hvala lepo. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen.
Da stell dir mal vor, wir hätten die ganzen Damen. Ja? Oh, vor allem die Mutter, was? Ja. Na, hier könnte es wohl sein. Na, versuchen wir es doch mal hier, was? Ja. Da. Entschuldigen Sie die Störung, aber sind Sie Frau Maro? Miroslava. Man hat uns zu Ihnen geschickt. Molim, prodajte mi chleb. Ich verstehe natürlich kein Wort. Guck doch mal in deinem Sprachführer danach. Das war einwandfreies Serbo-Kroatisch. So. Ach, Sie gestatten mir. So, so darf ich verkaufen. Ja. Ja, Molin, du darfst mir das. Bitte verkaufen Sie mir Brot. Bolje da ode to date. Ja, sie wird das mit dem Bezahlen nicht verstanden haben. Hier, Dinare. Barkasse. 2000 reichen, ne? Da, bitte. Wir pflegen nämlich zu bezahlen. Na, siehst du. Steck deinen Sprachführer ruhig ein. Meine Sprache ist international, sind ja immerhin auch 10 Mark. Wo du nicht bist, Herr Jesu Christ, da schweigen alle Flöten. Ah, vielen Dank. Sehr nett. Obwohl wir ja eigentlich etwas Brot erwartet hätten, sehe ich, wir kommen ins Geschäft. Na, was ist es denn? Was ist denn das? Deutsche Patronenhülsen. Also so langsam kriege ich kalte Füße. Wenn ich den Urlaub überschreite, gibt's Ärger mit dem Verleger. Viele Wirt und Ferbert werden sich ablösen und wir fahren bis Neustadt durch. Kleine Fische, im Krieg haben wir ganz andere Sachen gemacht. Zu Fuß. Es hat Verbände gegeben, die sind 70 Kilometer marschiert an einem Tag. Mit ununterbrochener Feindberührung. Vorwärts oder rückwärts? Was soll denn das heißen? Ich meine, auch rückwärts zu war ich immer ein bisschen flinker. Ja. Da kommen Sie ja schon. Nichts zu machen, was? Nein. Unversöhnlich. Hängt wahrscheinlich mit dieser deutschen Bekanntmachung da zusammen. Ja, ich habe da oben einen Platz fotografiert. Scheint mir so eine Art Heldenfriedhof zu sein. Das heißt, wie soll ich sagen? Nicht sehr fotogen. Dass Sie immer so ruppige Witze machen müssen, Herr Sobotka. Ich meinte, er ist ein bisschen karg. 50 Gräber. Lassen wir die Toten ruhen. Und befassen wir uns lieber mit brennenderen Fragen. Schließlich ist uns die eigene Haut näher als das fremde Land. Ungeheuer bildhafter Vergleich. Ich will damit sagen, dass wir andere Sorgen haben. Dringende Gegenwartsprobleme. Ich meine, wenn wir uns dieser Gräber ein bisschen annehmen würden, so als Zeichen unseres guten Willens, dann wärst du immerhin vorstellbar. An sich ist das Sache der Kriegsgräberfürsorge. Ja, ich finde den Vorschlag gar nicht so abwegig. Schließlich haben wir ja weiter nichts zu tun. Na, meinetwegen. Aber dann einen anständigen Kranz bitte ich mir aus. Nichts Schäbiges. So, ihr bleibt hier zur Sicherung. Bitte, meine Herren. Stačí švolde vlast. Šta ti to? Šta će ti te vlast? Za mog sina. Gde su nemoći? Vlasto, Vlasto, Nemci ti neće vratiti sina. Niko ti ga neće vratiti. Razumi, mrtav je. Mrtav je. Mrtav je zajedno sa našima svima gore na steni. Nije, Miroslava, nije. Nitko ga tamo nije vidio. Eno, pitaj naše žene. Ja sam ga tražila danima i noćima. Ti si rekao da nije među mrtvima. Zar nisi? Lagala sam te, Vlasto. Nisam to mogla da ti kažem. Ni jedna žena u selu to nije mogla onda da ti kaže. Moraš da poveruješ u to. Svesti se. Ja.
osvesti se jedan put. Ne. Sad ti lažeš. Zašto ti to činiš, Miroslav? Zašto? Eine Pracht ist das gerade nicht. Wird auch sehr rasch verwelken. Ja, ja, die halten nicht lange. Höchstens ein oder zwei Tage. Ja. Werden wir wohl kaum noch erleben. Ein Schelm gibt mehr, als er hat. Hauptsache, man erkennt unseren guten Willen. Hoffen wir es. Diese Spannung ist wirklich unerträglich. Mich macht jede Art feindliche Haltung ganz krank. Ich kann nicht sagen, dass ich leide wie ein Tier, aber ich sehe freundliche Gesichter auch lieber. Einschlag! Hier, volle Deckung! Verletzt? Nee, auf meine schnellen Beine kann ich mich doch verlassen. Dr. Asmuth! Drechsel! Alles in Ordnung? Dank der gütigen Nachfrage. Aber wie Sie sehen... An Überraschungen ist hier wirklich kein Mangel. Das kann man wohl sagen. Glauben Sie, dass das mit rechten Dingen zuging? Steinschlag gibt's überall in den Bergen. Theoretisch gesprochen kann jemand nachgeholfen haben. Ja, ausgeschlossen. Das wäre ja, ich möchte fast sagen, ein Mordversuch. Wäre es, Herr Drechsel, wäre es. Bitte, Sie werden abwegige Idee. Bedenken Sie doch, wie wir in diesem Lande aufgenommen worden sind. Das Festessen in Gadran, diese herrliche Bootsfahrt und nachher all diese freundlichen Menschen. Trotzdem, sehr merkwürdig. So eine Steinlawine aus heiterem Himmel. Und genau an der Stelle, wo wir standen. Möglich ist alles. Man muss immer mit dem Schlimmsten rechnen. Diese Sache damals, diese Geiselerschießung, die wissen schon. Besser Sie wissen und gehen, weil Miroslava es will. Warum? Weil die deutschen Soldaten getötet haben den Vater, Brüder und alle Männer im Dorf. Miroslava vergisst das nie. Und Sie? Bei uns gibt ein Sprichwort. Vrijeme liječi sve rane. Das bedeutet, die Zeit heilt... Alle Wunden, das gibt es bei uns auch. Ja. Damals war ich nicht hier. Soldat. Und wenn ich wiederkam, war das Haus leer. Tut mir leid. Sie sind ein junger Mann. Und Sie können nichts dafür. Aber die anderen da drüben, sie waren auch Soldaten. Sie müssen das wissen. Und sie kommen her und singen lustige Lieder. Es gibt Streit. Hier sind zu viele Gräber, mein lieber junger Mann. Das verstehe ich alles sehr gut, aber... Was wollen wir tun? Vielleicht können Sie uns sagen... Ich habe alles gesagt. Zu viel schon. Und im Hotel kann ich sagen, bitte schön, danke schön, Kartoffelgewille. Aber hier sage ich nur noch, weg, schnell weg. Ja. Na ja. Das ist es, was man von uns erwartet, meine Herren. Wenigstens eine Geste des guten Willens. Wenn alle deutschen Touristen sich so verhalten würden wie wir, dann wäre es um unseren Ruf als Nation besser bestellt. So, sehr richtig. Glauben Sie etwa, dass unser Kranz positive Wirkungen hat? Doch, doch. Warum denn nicht? Aber mein lieber Sobotka, ist doch gar keine Frage. Die armen Menschen hier haben zwar noch nicht vergessen. Ich bitte Sie, meine Herren, wie könnten Sie denn auch? Aber Sie wissen sehr wohl zu unterscheiden. Na, ich weiß. Lieber Sobotka, Sie werden sehen. Ich jedenfalls befürchte hier gar nichts mehr. Trotzdem wäre es mir sehr lieb, wenn wir ein richtiges Dach über dem Kopf hätten. Ja, was denn? Sie natürlich meinen, wir sollten... Natürlich, nur wenn das Benzin nicht kommt. Ja, selbstverständlich. Ganz ohne Frage. Aber, meine Herren, ich möchte diese Entscheidung doch nicht allein treffen. Ich bin dafür, wir stimmen darüber demokratisch ab. Also bitte, meine Herren, wer ist dafür? Thank you.
Ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass wir uns wieder hier einnisten. Aber wieso denn? Sie haben doch mit Ja gestimmt. Das schon, aber als Letzter. Und ich wäre ja sowieso bestimmt worden. Ich war ja anfangs auch dagegen. Immerhin haben wir eine schöne Demonstration von Gemeinschaftsgeist gezeigt. Ist mir Piepe. Wie es weitergeht, will ich wissen. Ich werde diese verdammte Verwaltung verladen. Siebert, ich bin katholisch. Seien Sie nicht so zimperlich, Herr Wengel. Sie haben Kohldampf, das ist alles. Ja, also abwarten, meine Herren, abwarten. Ich bin überzeugt, unser Kranz wirkt Wunder. Wir befinden uns im Herzen Europas, liebe Sammelsbrüder. Sehr richtig. Und ich denke, wenn wir schon keinen Anspruch auf Gastfreundschaft erheben wollen, so kann man uns doch in einer Notlage eine gewisse Hilfeleistung nicht verweigern, oder? Sieht nicht so aus. Ja, aber ich habe zu Hause eine Frau und zwei Kinder, die auf mich warten. Und ich habe ein Lehramt, das ich pünktlich anzutreten wünsche. Das ist ja wohl der Gipfel der Pietätlosigkeit. Wer war das? Ja. Говори. Мирослава glaubt nicht, dass der Priester die ganze Wahrheit erzählt hat. Ich soll jetzt die Geschichte von Anfang bis Ende erzählen. Im Kampf mit Partisanen ist ein Fliegerleutnant erschossen worden. Und noch ein Soldat. Aha. Eine Vergeltungsmaßnahme. Das ist doch wohl im Krieg völlig normal. Ja, das ist bei allen Kulturvölkern der Erde so üblich. Bitte sagen Sie ihr das. Nein, mein Name, Sie, da govore, govore ti. Die deutschen Soldaten sind gekommen in unsere Häuser und haben alle Männer und noch einige Frauen aus dem Dorf getrieben und noch ein Kind dazu. Sohn von Vlata. Ich habe keine Lust mehr, das mit anzuhören. Sobotka, bitte. Ja, das ist ja alles sehr tragisch, aber können wir denn nicht endlich mal erfahren, was man eigentlich von uns will? Das ist doch alles nichts Neues für uns. Wir haben doch die Bekanntmachung gelesen. Kaže. Kaže da mu ništa novo nisam rekao. Sve to pročitao u plakati. Ali nisu pročitali to da smo mi žene stajale i gledale kako nam ubijate naše najrođenije. Kažem to. Die Frauen, sie mussten zusehen, wie die Männer erschossen wurden, wie die wilde Tiere. Es gab Tote in jedes Haus. Den Vater. Njen sin, njena dva sina, njen muž, moja dva sina, njegove dve sestre, njen svekar. Nema jedne koju niste ojadili u ovom selu. Kažim da su nam od sela grob načinili. Hören Sie mal, liebe Frau. Beži od mene! Inače ćete zadaviti, znaš! Vi niste ljudi, vi ste zveri, sve nam pobiste, decu nam našu pobiste, zemlju nam našu satrste. Ubijice, ruke su vam krvave. Bežite odavde, dok nije nastalo veliko zlo. Bežite odavde, inače će vam kosti kupiti po ovim našim jarugama. Gospodin Ovcir, vratite mi sina, molim vas. Kom, kom, nicht jetzt. Jetzt wissen wir wenigstens, woran wir sind, meine Herren. Das ist Hass, kalter, unversöhnlicher Hass. Und nicht einmal vor Gräbern macht er Halt. Für mich nichts Neues. Genauso kenne ich die Partisanen. Wieso? Wieso kennst du die Partisanen? Ich denke, du warst in der Verwaltung in Paris und Oslo. Unter anderem. Also eines steht fest, unsere Lage hier ist unhaltbar. Das war sie eigentlich schon, als wir die Bekanntmachung gelesen haben. Aber Ausweg wissen Sie doch auch nicht. Requirieren. Natürlich gegen Quittung. Ja, nach dieser eindeutigen Kriegserklärung kann ich mich nur dem Vorschlag Dr. Asmuths anschließen. Aber wir können doch nicht einfach in fremde Wohnungen einbrechen und Brot oder sowas organisieren. Brot doch nicht. Schafe. Die laufen doch hier frei herum. Also, Herr Schaff, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in meinem Leben mich so an den Zliwitsch gewöhnen könnte. Ja. Aber wenn man ihn mit Maraschino mischt, schmeckt doch sehr gut. Ja, Prost, meine Herren. Prost! Ja, aber bitte, bitte etwas mehr Mäßigung und Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Sie soll leben! Ja, hoch! 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 Meine Herren, bitte langsam Platz nehmen zum ersten, zweiten und dritten Gang. Lamm am Spieß. Außen verbrannt, innen roh, dafür ohne Salz. Ich nehme den restlichen Slivovitz und begieße das Lamm.
Das kann vielleicht den Geschmack verbessern. Oh. Oh, riecht gar nicht übel, nicht wahr? Wo bleibt denn eigentlich unser Proviantmeister? Fehlt doch noch Brot und Salz. Und Gottes Segen, den wir mit der Dorfbevölkerung kaum rechnen können. Lieber Herbert, Ihre versteckte Kritik ist hier völlig unangebracht. Betrachten Sie unsere Situation als einen Anschauungsunterricht post festum. Hallo, du, hör mal. Ich will dir keine Schwierigkeiten machen, aber du weißt doch, die mit den Geldangeboten, da haben wir keinen Bedarf. Aber Moin. Brot, eine Crew, richtig? Moin. Crew. Moin. Ja. Wer sagt's denn? Nein, viel Brot, Crew, plenty, drei, vier Leib, drei. Futter. Ich auch Kreuz. Gospodin Officer, vrati se Moksino, ni u štakom man. Du kannst es nicht alles, du bunte Trälein, du Haar. Bravo! Reise sehen wir in der Tour. Radder das Dreh. Verflutet das alles. Alles richtig noch im Tode. Ja, nur langsam, Männer, langsam. Kriegt ja jeder seinen Teil. Ich auch hier. So, Botka! Wo bleiben Sie denn? Mein lieber Kurt, ich esse von diesem Fleisch nur mit sehr starken Bedenken. Und die restlichen Bedenken werden mit einem Schnaps runtergespült. Дочьте вас здесь со мной. Prost, mein lieber Kurt. Aber es schmeckt doch. Ja, und nein. Aber moralisch betrachtet haben uns die Einwohner ja eigentlich ins Recht gesetzt, nicht? Genau genommen. Nichts. Kein Brot, kein Salz. Sie haben alles versteckt. Macht nichts, mein lieber Sobotka. Macht nichts. Brot und Salz werden durch stramme Haltung ersetzt. Und durch ein deutsches Lied. Warum nicht? Schließlich bin ich ein deutscher Gesangverein. Und Musik erfreut das Menschenherz. Besonders freuen werden sich die, denen wir das Schaf geklaut haben. Kein Grund, sich zu beschuldigen. Die Bemerkungen des jungen Herrn zielen nur darauf hin, das eigene Nest zu beschmutzen. Na. Ich bin für ein Liedwechsel. Stimmgabel aus, geben Sie mir eine A an. Ich bin für was Schneidiges. Ich habe das Gefühl, dass wäre der Situation angepasst. Ja, vielleicht die Lore am Tor oder wir fahren gegen ja. Aber nicht doch, meine Herren, wir wollen doch hier nicht provozieren. Hauptfeld! Was habe ich die Männer immer singen lassen bei Gasmaskenmärschen? Wenn die Sonne scheint, alle bei ihr, Major! Jawohl, stimmt, Hauptfeld. Drechsel, Kammerton A. Los, alles formieren, bitte. Drei, vier. Wenn die Sonne scheint, Anne-Marie, machen wir ein Landpartie. Und wir wandern durch die schöne Welt, froh und frei, wie es uns gefällt. Und dann wird gelacht, ha, 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 und dann wird geküsst. Mose! Ruhe. Was war da eben für ein Gepolter? Ja, als ob jemand Blechkanister in die Schlucht geworfen hätte. Das kam von da. Vielleicht beim Omnibus. Da wollen wir doch mal nachgucken. Was ist das da dort?
Sinjela, jeste li pomahnitala? To je trebalo da učinimo čim su stigli. Ali autobus, šta ćeš? Čas gore, čas dole. Tvoji jadni turisti. Miroslava imala pravo, s ovima nikad mira. Čudi me to o tebe. Ha, neka ih. Neka samo oni pljačkaju, neka loču. Neka pevaju svoje marše, pa će ostaviti ovdje nešto više od autobusa. To je bi ih zadavila. Neka se čiste što pre. Pa taman su htjeli da odu, a sada kako da odu? Peške. Neka marširaju, oni vole da marširaju. Ali ćemo zato mi odgovarati. Zna se ko je kriv, treba otići na groblje pa će vidjeti. Dosta je bilo. Neka se već jednom čiste odavde. Evoj. Nein. Verdammt. Schrott! Das ist ja wohl ein klarer Fall. Kommen Sie, meine Herren, das wird Folgen haben. Genau wie damals. Jetzt würde ich aber lachen, wenn das Benzin käme. Ah, ihr Humor, Mann. Jetzt sind wir völlig aufgeschmissen. Mehr Klarheit brauchen wir wohl kaum. Das ist ja fast so wie im Krieg, meine Herren. Ein tolles Ding, was? Ja. Wir müssen Maßnahmen ergreifen. Und zwar Maßnahmen, die geeignet sind, uns ein Mindestmaß an Sicherheit zu geben. Diesmal war es der Bus, das nächste Mal, naja. Meine Herren, als Major AD und Vereinsvorsitzender werde ich wohl auch hier die Verantwortung übernehmen müssen. Herr Sobotka, Sie waren im Krieg meines Wissens Offizier. Naja, lange her. Schön, dann sagen wir... Sollte ich fallen? Übernimmt Herr Sobotka die Division. Hört euch. Aber nicht doch. Das sind doch die Methoden von vorgestern. Kommen wir lieber zur Sache, Herr Hackländer. Halten Sie es nicht für besser, wir gehen einfach weg. Wie? Einfach weg? Ja. Großartig. Mein Vorschlag. Zwei Mann nehmen Verbindung zum nächsten Dorf auf. LKW aufreißen und uns entsetzen. Aber der nächste Ort ist 71 Kilometer entfernt, sagt der Pfarrer. Das kann aber dauern. Obwohl ich auch keine andere Möglichkeit sehe. Aber wovon sollen wir inzwischen leben? Also von dem Hammel nicht. Inland, wo wir was finden, ohne Rücksicht auf Verluste. Na, das geht doch nur wirklich etwas zu weit, Herr Siebert. Wir sind doch Touristen, es ist Frieden. Ich glaube wirklich, wir sollten uns alle auf den Weg machen, alle zusammen. So, wollen Sie auf Ihr Gepäck verzichten und meins tragen, Herr Wengel? Wenn es sein muss, ja, Herr Wengel. Wer ist denn die? Trebate die Dieter Stoffre. Ponesite svoje stvari. Svoje stvari ponesite. I stela Stoffre trebate die Dieter. Nikola, molim, da prevedi. Nikola, prevedi, molim, da brzo. Ich möchte mit dem Kapellmeister sprechen. Ja? Wieso der Kapellmeister? Mit dem Menschen, der den Chor leitet. Mit dem Führer. Der Führer bin ich. Naja, ich meine... Also bitte, bitte, was wollen Sie? Und wer ist diese junge Dame? Šta kaže? Pita Kos. Ma to nije važno uopšte sada. Sie sagt da, dass... Das ist nicht richtig. Nicht richtig. Bitte? Ist nicht wichtig, meint er. Ja, natürlich, nicht wichtig, ja, ja. Also die Geschichte mit dem Omnibus regeln wir selbst. Das geht die Polizei an. Stopp, um jetzt die Polizei. Das mit der Polizei eilt wohl nicht so sehr. Erst einmal, Sie müssen weg von hier. Ne pričaj, toliko pošanjih preko brda. Toj radim... Pa dobro, onda požuri. Es gibt einen Weg. 6 Stunden über den Berg, dann... Eine Landstraße, auf der ein Omnibus fährt. Man könnte ihn anhalten. Aha. Kommt ein bisschen spät, dieser Hinweis. Hätte allen Parteien viel ersparen können. Naja, wenigstens eine Möglichkeit. Also raus mit dem Friedensvorschlag. Aber ohne mich, ich bin keine Gänse. Ich bin für flache Strecken gebaut. Also bitte, Herr Wirt, ja? Die Entscheidung liegt bei mir. Was? Gut. Was hat die Kleine gesagt? Aber nichts. Sie meinte, es wäre besser, dass Ihnen jemand den Weg zeigt. Aber das ist nicht nötig.
Er ist breit genug und es fühlt sich auch keiner finden für diesen Nest. Ja, und Sie selbst? Ich meine, gegen Bezahlung natürlich. Stereka usada. Tebi da da ja. Ti si Kellner, a ne Vodič. Neko da traže sami. Ich bin ein Kellner und kein Bettführer. Odaše mi. Otići će, ali šta ali? Ma, ne poznaju oni planinu, a strmo je tamo na steni. Ti kao da se brineš za to, gospodu? Ma hajde, dođe voda. Ali ako se uplaše da pređe i provaliju, šta onda? Ma, kad su imali hrabrosti da ukradu ovce, imaće i za ovo. To imaš ti pravo. Ako se vrate, može svašta da bude, može da dođe do nesreće. Da, nesreća za nas, za Miroslavu. Iskida se žena živa. A ti? Da. Nikom od nas nije lako. Samo ne brini se ti. Neće se oni vratiti. Morat će da prođu provariju. David, meine beste Arbeit seit Jahren. Sobotka, Oberleiter und Divisionsadjutant. Mann, willst du mich auf den Arm nehmen? Nein, ich bin doch immer so Idiot. Ach, Idiot, ist hart, dass wir ein Idiot sind. Der ist mal erwachsen. Nichts, verdammter. Du musst noch mehr hier lassen, das wird ein teurer Urlaub. Was wollen Sie denn mit den Schwimmflossen im Gebirge? Hab ich mir geliehen, muss ich auch wieder zurückgeben. Mein Gott, die Noten biegen. Lass uns das Zeug liegen. Ah, fein. Was heißt denn hier liegen lassen? Wollen Sie die Noten ersetzen? Die kommen mit. Ach, ja. Dachte nur, an die Dinger würde ich doch kein Mensch vergreifen. Gott, ist noch was in der Tasche, muss mein Kager runterspülen. Volles Verständnis. Groß! Rest! Ach, ich hab ne Sauhut, das sind feine Ferien. Sagen Sie, will ich den Stoff gern? Schleppen Sie den mit? Ich bin nicht abergläubisch, wollen Sie ihn haben? Ja, gerne. Schmeckt sich ein Hut. Mitbringst du, kann er nicht sparen. Da brummt wie ein Einheimischer. Weiße im Auge des Feindes. Brauche ich wohl nicht erst zu sagen, meine Herren, was das bedeutet. Vorderhangstellung, Länge etwa 1,8 Kilometer. Ungefähr alle 60 Meter ein Germane. Der Iwan lag hier. Sibiriaken griffen an bei 40 Grad unter Null. Ohne Handschuhe. Mein Bataillon hatte kaum noch die Stärke eines Infanteriezuges. Und stellvertretender Kommandeur war ich. Wo waren das noch, Friedrich? Schluss damit. Schwamm drüber. Wollte damit nur sagen, meine Herren haben schließlich schon ganz andere Sachen durchgestanden als das hier. Sagt, was ihr wollt, hier stinkt etwas. Das ganze Dorf ist wie ausgestorben. Ich wünschte, wir wären über den Bergen. Angst vor Frauen? Ein aktiver Polizeibeamter? Meine Herren, glauben Sie denn wirklich, dass Gefahr besteht? Gefahr für unser Leben? Dr. Asmuth, das Wort Angst möchte ich überhört haben. Seit der Zeit bei der Waffen-SS da. Erzählen Sie doch mal. Das wusste ich ja gar nicht. Kein Grund ist es, als Fahne vor sich herzutragen, aber auch kein Grund ist es, zu verheimlichen. Ich kenne das Klima im Partisanenkampf und ich sage Ihnen, keine Vorsichtsmaßnahme ist zu viel. Denn wir stehen im Feindesland. Ja, meine Herren, ich glaube, es wird Zeit. Gospodine Offizier, večeras će biti gotov hleb. Nemojte ići, gospodine Offizier. Iste mi obećali mog malog. Ja, arme Frau, bevor ich da alles fixe. Idem brzo da stavim hleb u peć. No, prosim. Je weniger man von unserem Abmarsch merkt, umso besser. Hätte das Schaf noch bezahlt?
mal, muss mal eben umdisponieren hier. So. Danke, Herr. Ach, nicht doch, Junge, nicht doch. Ist ja gut gemeint, aber... Komm. Na ja, so langsam muss man eben doch dem Alter seinen Tribut zollen. Ja. Ohne Trittmarsch, bitte mir aber aus, dass hier Vordermann gehalten wird. Hallo, hier kommt ein Kind! Dana! Na komm, Dana. Ja, Sampo. Mogu wanga pokaze. Ah, was halten Sie davon? Die Kleine will uns offenbar führen. Nun, das könnte doch ein Hinterhalt sein. Quatsch, die Kleine ist in Ordnung und die kennt sich da oben aus. Na dann los. Gleich gewarnt. Und meine Alte wollte durchaus mit. Die hätte jetzt schön dumm aus der Wäsche geguckt mit ihren 204 von Lebensgewicht. Und mir ganz lieb, dass das Kind mitgekommen ist. Nach der Schweinerei mit dem Autobus muss man bei den Weibern da unten auf alles gefasst sein. Finde ich auch. Was soll uns denn das Hinterbein nutzen? Hält doch nur den Betrieb auf. Das kennt den Weg und ist gewissermaßen Garantieschein für unsere heilen Knochen. Das Mädchen geht jetzt zurück ins Dorf. Was? Wieso? Bestimmst du das? Ja. Geh jetzt nach Hause, Dana. Den Rest schaffen wir alleine. Mein lieber Junge, ich finde die Bedenken von Herrn Sobotka gar nicht so abwegig und sie sind zu überlegen. Das Kind geht nach Hause und damit basta. Hvala lepo, Dana. Dovidenja. Hier ist ja gar kein Weg. Herbert! Bei mir ist hier aber Sense. Nee, nee, ich bin doch kein Selbstmörder. Nee, nee. Sehr bequem ist er nicht, aber du siehst ja, es geht. Was soll man machen? Ins Dorf zurück? Ich fürchte, das wäre eine erhebliche Blamage. Ja, das fürchte ich auch. Und eine ziemliche Enttäuschung für die Damen. Platz da. Drechsel! Ich kann die Visagen da unten nicht mehr sehen. Kommen Sie, Drechsel, fangen Sie mal meinen Koffer auf. Und Mahlzeit. Ja. Tut mir leid. Rottel. Ich werde die selbstverständlichen Sachen ersetzen. Was war denn da drin? Das sehen Sie ja. Ach, ist doch nur eine Sache des Mutes. Los, meine Herren! Herr Sobotka, das ist keine Sache des Mutes. Ich bin einfach nicht schwindelfrei und habe keine Lust mehr, meine Knochen zu brechen. Also, wir kehren um und damit basta. Stetto. Das ist ja eine unglaubliche Schweinerei. Ich hab's ja gewusst, aber auf mich will ja keiner hören. Wenn wir das Kind als Geisel hier behalten hätten... Sagten Sie dem Geisel, Herr Sobotka? Geisel. Naja. Braucht ihr nicht wörtlich zu nehmen. Oder meinetwegen nehmen Sie es sogar wörtlich. Wenn ich dieses Wort noch ein einziges Mal höre, dann schlage ich Sie zusammen. Das können Sie auch wörtlich nehmen. Ma kakav je to đavo ušao u vas? Pa rušite automobile, minirate mostove, šta vam je? Da se ne vrate, da ne naprave još veću nesreću. Shvati to već jedno. Ajdemo da vidimo kako se veraju. Sad moraju. Da li ne htemo? A šta ako ne mogu da prođu? Zar dostanu gore? To je tamo gore, nego ovdje u selu. Slušaj, Sere, nemoj da se mešaš u to, znaš? Ti nemaš na to prava. Bila si onda mala i ništa nisi zapamtila. Možeš da ideš u grad, da sediš sa njima za jednim istim stolom, da razgovaraš sa njima, to je tvoja stvar. Ali ovdje ne dopuštam da se skrnavi uspomena na naše mrtve. Ne, Boga mi, dok sam ja živa. Ja, meine Herren, uns haben Sie ganz schön verschaukelt, was? Ach so, sagen Sie mal, Wengel, wer schreibt eigentlich in Ihrem Käseblatt die Nachrufe? Für solche Leute wie Sie erledigt das bei uns unsere Putzfrau. Ich hab ja gewarnt, meine Herren. Klugscheißer, aber Herrschaften, Herrschaften, bitte etwas mehr Haltung. Wollen Sie denn, dass die uns da unten klein sehen? Drechsel, Noten ausgeben, es wird gesungen. Na los, Drechsel, schlafen Sie nicht, Noten ausgeben, es wird gesungen. Herr Baurat, ich will nicht mehr singen. Ich will auch keine Noten mehr tragen. Und ich will dirigieren.
Ja, aber Drechsel. Ich will auch nicht mehr einfach mit Drechsel angesprochen werden. Ich sage auch nicht einfach Hackländer zu Ihnen. Ja, ich bitte vielmals. Entschuldigung, Herr Drechsel, es war doch vielmehr eine Art von Kameraderie. Diese Art von Kameraderie hat mir während unserer ganzen Herrenpartie missfallen. Mit einem Wort, Herr Hackländer, mit mir können Sie nicht mehr rechnen. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ja, aber Herr Drechsel. Zašto ona gospoda gore ne mogu da idu tamo gde svako od nas može da prođe? Oni ne poznaju brda. Suviše su fini, jeli? Suviše su debeli. Niko im nije rekao da idu tim putem. Ja sam im rekao. Htela sam da odu iz sela isto kao i vi. Dosta je bilo tog vašeg rata sa najobičnijim malograđanima koji nas se ništa ne tiču. Ali sada... Šta sad? Gledajte gore, žene. Ako nećete da se desi nesreća, moramo nešto da učinimo. Ima mala pravo. Uskoro neće moći ni koraka da naprave, makar i ako budu htjeli. E, baš mi je sad i to trebalo da spasavam Nemce. Ali kod ovake magle... Pa moramo ih spasti. A kako da ih spasemo? Treba da ponesemo onu jelovu gredu i užad. Ajde! Hajde, žene, šta čekamo? Požurimo! Sram vas bilo, žene. Pa na onim stenama su nam ubijali decu i muževe. I danas nam opet pod spomen pločom stoje Nemci. Nek padnu ponor! Tako im i treba, to bi bila pravda. Ko ih je zvao ovamo? Sie sind nämlich gar nicht so beliebt, Herr Hackländer, wie Sie glauben. Außerdem ist es ziemlich bekannt, wie Sie erster Vorsitzender geworden sind. Ach, wie denn? Wie denn? Oh, lass mir das Thema besser fallen. Ich meine, Ihre Weste, lieber Wirt, ist ja auch nicht so ganz blütenweiß. Was denn? Gibt es in Ihrem Laden vielleicht eine Akte über mich? Hä? Noch nicht, aber Sie haben immerhin schon einen ganz schönen Ruf als Mann, der seine Abzahlungsrat nicht einhält. Was? Ja, bei meinem Schwager hier. Fernsehgerät zum Beispiel. Wie ist das eigentlich, meine Herren, wenn man einem Polizeiinspektor außer Dienst im Ausland in die Fresse schlägt? Ist das eigentlich Beamtenbeleidigung? Ach, Sie doch nicht, Herr Wörth. Ich meine, Sie nicht, ne? Wie, was denn aus Ihnen, Marco Frikandellen? Aber meine Herren, ja. Was heißt denn hier für einen Ton ein? Das ist doch wahr. Und so alter PG hierher, wenn er solche Sachen unter die Weste trudelt, ne? Was heißt denn alter PG? Ja, ich bin 37er. Ich kenne unter uns Leute, die schon viel früher dabei waren, damals. Als noch nicht nötig war. Ich meine, als noch kein Zwang dahinter stand. Wenn Sie mich meinen, Herr Sopotka, jawohl. Ich bin 33 in die Partei eingetreten. Aber als Idealist. Ich habe früher eingesehen, wohin er steuert. Und? Sind Sie ausgetreten? Ich meine, was haben Sie dagegen unternommen, Herr Studienrat? Was haben Sie denn dagegen unternommen, Herr Inspektor? Wie Sie wissen, bin ich Heimatvertriebener, ja? Ich auch, Herr Sobotka. Und ich war überhaupt nicht in der Partei. Also kurz beweisen kannst du das ja auch nicht. Was lachen Sie denn so anzüglich? Ihnen gilt wohl ein Flüchtlingsschicksal, nicht was? Flüchtlingsschicksal, naja. Sie saß damals auch im Auffangslager und weiß noch genau, wie Sie aus der Gefangenschaft kamen. Keine Hose unter Hintern, ein Jahr später. Tüchtigkeit, Fleiß und Intelligenz, Herr. Und Ellenbogen und Beziehung. Herr Redakteur Wengel, Herr Siebert ist dank meiner Fürsprache sehr rasch mit Aufträgen der Stadtverwaltung bedacht worden. Und völlig mit Recht. Aber gegen mich haben Sie ja wohl kaum irgendwelche Einwände vorzubringen, wie? Oder doch? Nur nicht genieren, Herr Wengel. Gott, ich entsinne mich noch, dass da ein offener Leserbrief gegen Sie, Herr Baurat, nicht erscheinen durfte. Hätte Ihrem Verleger das Genick gebrochen, Herr Wengel? Das weiß ich nicht. Aber Ihnen bestimmt, Herr Hackländer. To su Nemci, to su ljudi, koje smo mi doveli u opasnost. Hteli mi ili ne? Ima se ja pravo. Lio, ti to kažeš. Da, ja to kažem. Izdajice. Nemoj tako da govoriš, Miroslava. Bolesna si ti. Sve smo mi pomahnitale. Ali nisu samo tvoji mrtvi pod ovom zemljom. Bolje ti da ih sada spasavaš žive, nego da ih sutra vadiš mrtve. Čuješ li? Hoćeš? Miroslava, učini to, molim te. Ajdemo, žena. Hier spricht die Stimme der Partei. Wir waren alle Idealisten. Ich habe mir keine Vorwürfe zu machen. Ich nicht. Klar, Sie wissen von nichts. Zumindest haben Sie uns im Unterricht nicht Wesentliches mitteilen können. Stalingrad war ein nationales Unglück und die Autobahn des Führers nicht wegzuleugnen. Stimmt, Herr Studienrat? Sie haben sich so entwickelt, wie ich es erwartet habe, Herbert. Aber kaum, wie Sie es erhofft hatten, Herr Dr. Asmuth. Der Geist, in dem Sie lehren. Herr Redakteur Wengel, was wissen Sie von dem Geist, in dem ich lehre? Ich kenne ihn. Aus Ihrer Rede vom letzten Kreiskameradschaftstreffen Ihrer Division, Herr Leutnant Asmuth. Ich habe die Rede gelesen. Ich hätte sie gern gedruckt, sehr gern sogar.
Was sagen Sie dazu, Herr Hagländer? Sie war sehr aufschlussreich. Ihr Benehmen ist aber auch sehr aufschlussreich, Herr Wengel. Und nicht ganz ungefährlich. Als Frontoffizier muss ich sagen... Frontoffizier, Mensch Friedrich! Von dem alten Frontgeist ist bei dir auch nicht mehr viel zu spüren, Kurt. Frontgeist, dass ich nicht lache. Das soll heißen? Na, du und ich. Wir haben doch in diesen 6 Jahren keine Kugel pfeifen hören. Wir beide doch nicht. Helden unter sich. Na, dieses ist ja an allen auswechselbaren Teilen erhalten geblieben. Aber ich war an der Front, Herr. Allerdings haben Sie da in erster Linie auf stehende Ziele geschossen. Also was wollen Sie damit sagen, Herr Drechsel? Meine Personalakte kann jeder einsehen. Ich habe sie eingesehen, Herr Sobotka. Und habe darin den Vermerk Einsatzkommando gefunden. Aber von Befehlsnotstand haben Sie wohl noch nie etwas gehört, Herr Drechsel, was? Doch, oft. Viel zu oft sogar. Die Geister scheiden sich. Typisch in solchen Situationen. Die Nerven gehen durch. Der Verputz fällt ab. Der Nebel wird immer dicker. Der Mensch wird des Menschen Wolf. Leider ein wahres Wort, Herr Dr. Asmuth. Aber es ist doch eine ungewöhnliche Situation und wir haben sie nicht herbeigeführt. Wir sind mit den friedlichsten Absichten hierher gekommen und jetzt... Da kommen wir welche! Wurde auch Zeit, meine Damen! War wohl mehr ein kleiner Scherz, das Ganze. Was? Bisschen ruppig, aber naja. Im Übrigen, meine Herren, denke ich, dass wir diesen dummen Streit vergessen. Nicht wahr, Herr Drechsel? Kleine Nervenbelastung kennen wir doch alle. Von der Front. Es wäre ja auch jammerschade, wenn der ganze Vorstand des Vereins zerstritten wäre. Also, naja, was meine Person betrifft, ich pfeife auf den ganzen Verein. Eine solche Ansammlung von Arschlöchern habe ich noch nicht erlebt. Weder im Krieg noch im Frieden. Bravo! Herbert, dein Benehmen ist ungeheuerlich. Wir werden zu Hause ein ausführliches Gespräch darüber führen. Du kannst es dir sparen. Ach, und den Monatswechsel, Herr Student? Den kann ich mir wohl auch sparen. Ja. Befehl der Feldkommandantur vom 26.12.43 werden als Sühnemaßnahme standrechtlich erschossen. Rob, Janko, Svabic, Nikola, Simonic, Marko, Simonic, Milan, Kirzic, Lubica, Milacic, Peter, Milacic, Ivan, Simonovic, Mario, Biljaja, Dani, Panic, Ivan. Panic, Wladimir. Zur Salve! Legt an! Feuer! Legt an! Feuer! Legt an! Feuer! Legt an! Ta nemačka kola. Da. Šta se to desilo? Ja ne znam. Izgleda da im više ne treba benzin. Dobro. Idite vi napred, doći ćemo mi za vama. War, darüber besteht ja wohl kein Zweifel. Nicht aber. Gleich werden kommen 2 Beamte der Polizei und denen können Sie die ganze Geschichte erzählen. Ja, das werden wir wohl tun müssen. Die Damen bekommen wohl Ärger, wie? Ja, sie werden kommen ins Gefängnis. Unsere Regierung versteht mit solchen Dingen keinen Spaß. Für uns war es auch kein Spaß, Herr Pfarrer. Schließlich ist der Bus Vereinseigentum. Na, meine Herren, mal ran. Das muss doch klein zu kriegen sein. Meine Herren. Es war vorhin da oben vom Vergessen die Rede. Entweder wir fangen jetzt und hier damit an, oder... Oder?
Oder ich erinnere mich jeder Situation unserer Reise, wenn ich meine Reportage schreibe, und zwar sehr genau. Na, hören Sie mal, das ist ja eine glatte Erpressung. Ja. Und ich habe ein sehr gutes Gedächtnis und in dieser Sache bestimmt auch die Unterstützung meines Verlegers. Ja. Man muss sich die Leute immer genau ansehen, ehe man sie in den Vorstand wählt oder mit auf eine Herrenpartie nimmt. Nieten erkennt man nämlich nicht auf den ersten Blick. Vielleicht ist es besser so. Ich glaube auch, es würde nur unnötige Scherereien machen. Behördenkram und Vernehmungen tagelang. Ja, ja, Sie haben ganz recht, mein lieber Herr Drechsel. Ich bin auch nicht dafür. Ach, Herr Wirt. Ja? Der Wagen ist doch versichert, nicht wahr? Voll Kasko natürlich, ja. Aha. Na ja, ist doch alles in Ordnung, ne? Alles in Ordnung, ja. Ja. Außerdem erinnere ich an den Termin vom Kreissängertag. Ja. 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 Dobar dan. Guten Tag. Recite, gospodi, da se jako radujem, što hvale gostoprimstvo sela. Der Leutnant freut sich, dass Ihnen hier gefallen hat, obwohl es nicht so sehr komfortabel war. Oh, ja, das kann man sagen. Šta je to bilo sa autobus? Wie? Fragte nach dem Omnibus. Ach, nach dem Omnibus. So. Ja, ja, ja. Ja, das war meine Schuld. Ich bin da aus Versehen an die Bremse gekommen. Ja. U stvari, izgubio je bremze. Bremze su popustile i... U redu. Zdravo. Dobar dan. Dobar dan. Auf Wiedersehen. Šta je? Hoćeš da otputuješ? Hm? Pa izgleda da ću morati. Bar na jedno dve godine. Znaš, kad se upropaste tuđa kola, onda sve smo krive. A ne, ja sam. Pa onda bespravno nošenje oružja. Je li je još kod tebe? Ne. Pa ne znam, bacila sam ga negdje. Jest, jest, bacila. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Gledaj, pogledaj me u oči. Vidim nešto u tvojim očima što odavno nisam vidjela. Mislim da si ti odbacila nešto više od oružja. Pusti se, a to inače ću da zaplačem. Bože, kad pomislim da sam mogla da pobijem onu šaku jadnika. Budala. Znaš, imala se ja u stvari pravo. Samo da se nisu tako užasno drali. A šta bi ti htjela? Pa nije ni čudo, pevačko društvo. A ja sam s njima vodila rat. Bože, što sam bila glupa. Oni su glupi. Oni su nas izazvali. Ili mi njih. Ko to sad zna, a? Miroslava. Šta je to? Sve su žene uz tebe. I niko te neće izdati. Dobro. Reći ću Milici da... Nemaš ništa da kažeš Milici. Sve znam, sve razumem. Sve su žene uz mene. Da. Ti plačeš? Što plačem? Ne plačem. Kuda ćeš? Šta ti? Idem gore da uzem moje pletivo. Zaboravila sam. Kad budem u zatvoru imaću dosta vremena. Moram nešto da radim. Miroslava! Zavisni, odi, Milicije. Neće su rekli da im je bilo lepo kod nas. Razumiješ li ti nešto od toga? Baš me briga.
Što se mene tiče, ne moraju ni da idu. Sehr christlich gehandelt, nicht Wahrheit zu erzählen für die Polizei. Schwamm drüber, Herr Pfarrer, Schwamm drüber. Wir Deutsche sind immer bereit, schnell zu vergessen. Wir ja. Wir fahren auf, Moxina! Moxina! Jemand hier! Jemand hier!